So, Moin Gott. Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Jetzt ist das Addon draußen, Secrets of the Obscure, gerade Release-Tag und dann wollen wir gleich mal diese Geschichte beginnen. Wir haben eine Nachricht von Faren. Notfall im Salma-Viertel. Kommandeur, dringende Nachricht von der Königin. Dringende Nachricht von der Königin. Viel zu ernst, um sie brieflich zu übermitteln. Treff mich bitte auf dem Platz in der nordwestlichen Ecke des Salma-Viertels, um weiteres zu besprechen. Okay. Dann machen wir das und dann gehe ich mal in die Heimatinstanz. Ja, stimmt ja. Wir müssen ja noch auswählen. Auswählen? Kapitel. Ja. Habe ich noch nicht. Geschichte. Das Neueste. So, okay. Jetzt. Oh, was die Relikte anbelangt, es gibt ja ein paar Sachen kostenlos im Shop noch. Und wieso ist das mein Problem? Ja, eine Wiederbelebungskugel und Schlüssel. Ne? Wenigstens ist es schön zu Hause. Und dann ist natürlich das, was man noch so bekommt bei dem Dings, diese Relikte, das hat Zeit, da muss man nicht unbedingt sofort. Ich muss jetzt mal gucken. Weil da musst du dir dann ein Weilchen überlegen, was nimmst du überhaupt? Ich bin wieder da. Das kann dauern. Ist ja wohl also Grund für eine Party. Der Champion ist zurück. Aber man kann ja drei wählen, ne? Ja, drei Stück, aber wie gesagt, du musst dir vorstellen, da ist ein ganzer Berg, es sind so mehrere Kisten und in jeder Kiste noch ein Haufen. Vielleicht. Ja, kannst du nachher halt thematisch, vier thematische Sachen. Der Pakt, Kommandeur, und dann, Champion eines auch immer. Altdrachen, von dem ganz Tyria redet, leibhaftig in Person. Wie Ray vom Bericht aus Kanta, internationale Nachrichtenredaktion. Wir geben Einblicke und Ausblicke zum Geschehen in Zentral-Tyria. Habt ihr eine Minute Zeit für mich? Ihr habt eine unglaubliche Geschichte zu erzählen und die Leute verdienen es, sie zu hören. Einen Moment könnte ich wohl erübrigen. Gut, gehen wir ein Stück zusammen. Reden wir. Dazu hatten wir keine Gelegenheit, als ihr noch in Kanta wart. Eine wichtige Person wie ihr hat sicher tausend Dinge zu sagen, aber fangen wir hiermit an. Suwon getötet, die Welt gerettet, die Regentschaft der Altdrachen beendet. Das muss man erst einmal verarbeiten. Was meint ihr? Aha, Skandale, Tod, Romantik. Ich brauche pikante Einzelheiten. Viel mehr ist da nicht dran. Wir haben ein paar Mal verhindert, dass es überall zur Katastrophe kommt. Und dabei auch ein paar Freunde verloren. Aber jetzt, wo der Drachenzyklus beendet ist, herrscht Frieden. Aha, aha. Paktkommandeur im Ruhestand heimgesucht von Träumen der Vergangenheit, den Schreien des Krieges. Ich würde wohl eher nicht. Oh, das könnte was Wichtiges sein. Bitte entschuldigt. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Wartet's nur ab. Euer Name wird in Großbuchstaben in jeder Chronik von Tyria erscheinen. Vielen Dank, Kommandeur. Ihr könnt mir vertrauen. Ich werde eure Geschichte so authentisch und gewissenhaft wie möglich wiedergeben. Vielen Dank, Taimi. So, ich bin wieder da. Ich habe euch mal kurz stumm geschaltet. Jo. Was habt ihr da? Ruft Taimi an? Ruft ein... Oh, haben wir ein Handy jetzt, wa?
Du kannst alle anrufen. Mach die anderen zuerst und dann erst Time. Und zuletzt Dingsbums. Was sind Ivan? Genau, den machst du denn zuletzt. Hier spricht Timey. Ich kann jetzt nicht mit euch reden. Eigentlich ich habe eine Nachricht von Timey. Technologien, die unsere Kommunikation nachhaltig verändern werden. Tut mir leid, dass ich auf diesen altmodischen Weise eine Nachricht schicke. Aber bei der Arbeit mit Yao und Yun wurde die Kommunikation immer wichtiger für die Lösung ihres Energieproblems. Die gute Nachricht ist, es gibt ein paar umfassende Aufwertungen für das von mir entwickelte Kommunikationssystem. Die schlechte Nachricht ist, ich kann nicht einfach einen Patch aufspielen, sondern ich muss das System für jeden Benutzer individuell aktualisieren. Und ihr könnt erst wieder auf das aufgewertete Netzwerk zugreifen, wenn ihr die Aktualisierung vorgenommen habt. Daher muss ich euch auf diesem Wege kontaktieren. Ich habe euch einen Service-Chip für den ehemaligen Gebrauch mitgeschickt, der euren Kommunikator automatisch aktualisiert. Anschließend braucht ihr nichts mehr zu tun, aber ihr könnt es natürlich ausprobieren. Alles andere solltet ihr bereits enthalten. Alle anderen sollten ihren bereits erhalten haben. Diese Technologie ist noch experimentell, also könnte es sein, dass ein paar Probleme auftreten, wenn ihr das System zu sehr beansprucht. Bis, Ivan ruft mich alle 5 Minuten an. Angeblich ist es wichtig, bla bla bla. Vielleicht fragt ihr ihn mal, was er will, damit er aufhört, mich zu nerven, wenn ich versuche zu arbeiten. Na gut, ich muss jetzt weg. Bis dahin. Bitte versucht es später. Der Kommunikator. Hier spricht also Marjorie Deller. Bin ich dann? Hier sind Marjorie und Kashmir. Nein. Timey. So. Aber erstmal rufen wir hier willkommen Timeys aufgewählten Kommunikator-Netzwerk. Meine wunderbare 1.0. Verlobte Produktivbetrieb. Botschafterin von Kryta. Bitte wählen Empfänger. Timey. Lassen es uns gut gehen. Wir melden uns bei euch, sobald wir Zeit haben. Vielleicht sieht man sich in der Bar. Ach, und falls ihr Gorik seid, hört auf, Dokumente mit meinem Namen zu unterschreiben. Also, oh, Alter, muss man die alle durchklicken oder was? Das ganze Gebabbel? Nee, ja. Musst du nicht. Das ist halt ich nur. Ich nehm's jetzt einfach mit. Punkt. Ja, ruf ich an. Okay, ich muss das nicht tun. Bei nicht mir steht, das Ding hat einen Kurzschluss, nachdem ich mich mit Ivan unterhalten habe. Ja, nach Ivan gibt's einen Kurzschluss. Dann ist es ein Weilchen außer Betrieb danach, bevor du es wieder nutzen kannst. Okay. Ah, wie gesagt, deswegen, du brauchst den von den nur Ivan und danach ist erstmal Pause halt. Okay, und jetzt geht's zu den Kessex-Hügeln. Da werden wir uns wahrscheinlich gleich alle treffen. Ja, komm dann auch gleich mit. Sehr schön. Und irgendjemandes Katzen bringen sie um. Ich hoffe, bei euch ist es weniger chaotisch. Falls euch langweilig ist, Moment, ich muss jetzt mal eine Aufgabe. Weg Magel, Dachenhof. Okay. Aber Olli guckt noch alle durch, oder nicht? Ja, oder? Ich guck jetzt einmal alle durch. So viele sind sie nicht. Ja, ich kriegst du einen Dingspunkt, ne? Ein, so ein Erfolgspunkt nur. Aber trotzdem haben oder nicht haben, ne, Schnuggi? Ja. Alle haben. Marjorie und Cass teilen sich ein. Könnt ihr da mal nach dem Rechten sehen? Ja, die sehen ja zusammen, oder nicht offiziell? Ja, sie haben da irgendwo geheiratet, oder nicht? Ja, aber hier meine Frau teilen sich nicht ein, Handy. Ja, das ist ja eine ganz andere Zeit. Ja, eigentlich ist der erste verloren. Also, wir haben ein Handy und 2 Kopfhörer. Wir haben ja ein sehr langes Kabel. Ja, das ist genau. Kesselzügel ist. Okay, dann gehen wir da mal hin. Ja. Bitte das ran. Erstmal verlassen wir hier die Instanz. Hopp. Dann wird dir auch angezeigt, wo du hin sollst. Ja. So, ich warte da. So, dann Ivan. Ups.
Mann, wo ist die blöde Wegmarke? Ich wollte die noch. Halt, so. Gut. So, Kesselzügel. Ach, da. Also, ich komme dann auch. Quasi da, wo ich stehe. Aber. Glaube ich. Garrenhof. Wo ja. Garrenhof. Wo wir neulich nach dem Schloss gekickt haben. Genau. Oh, guck mal, jetzt spricht alle an. Aha! So. Ey, das ist ja scheiße. Täglich heißt jetzt zwei Sachen auf der normalen Welt. Du kannst auswählen. Ja, ich habe zum Beispiel PvP rausgenommen, damit ich das sowieso nicht machen will. Ja, ich glaube, das habe ich, aber das kann ich doch sicherlich nochmal auswählen. Also, ja, denke ich schon. Abändern. Mal gucken. Irgendwann. Ich habe es gleich gemacht, als es erschienen ist. Dann ja, ich wusste ja nicht, was ich da anklicke. Jetzt bin ich auch soweit für die Kessel zu üben. Ist auch egal. Ja. Also mach halt irgendeinen von. Mach halt irgendeinen von. PvE? Nee, PvP. Nee, Richtiger Stiefel. Kessel zu üben. Im Dorf da unten. Ich hab dir falschen Weg mal genommen. Luxus-Ausrüstungskiste als besonderer Abenteuer. Ach so. Da ist ein fliegender Norm. Oh. Der Sprösslinge. Ja, komm, dann machen wir mal. Nehme ich aber mit. So, sammelt Informationen. Ja, könnt ihr mal ein. Ich glaube, jetzt müssen wir alle durchklicken. Wenn die Kleine mich weckt, mache ich mit ihr. Mein Prinzip sind es die gleichen Dialoge, die es vorher schon gab, nur jetzt mit dem Sternchen gekennzeichnet. Dann kommen noch mehr Sachen. Wie sonst jede Nacht um diese Zeit. Er war einfach verschwunden. Er war noch da, als ich vom Markt nach Hause kam. Er war da, bevor wir zu Bett gingen. Und jetzt ist er weg. Habt ihr was Komisches gerochen? Irgendwas gesehen? Nein, nichts in der Richtung. Er ist einfach fort. Ich glaube, er hat uns verlassen. Die Karte ist doch recht gut, wenn ich das mir so angucke. 7 Wegmarken hat die neue Karte. Wow. Du spoilerst zu viel. Nee, ja. Das kann ich nicht. Das sind doch hier eine Aufzeichnung. Das kannst du selbst mit dem Kursor gucken. Nee, das nicht. Wir haben noch gar nicht. Stadt beschützen. Ich ganz allein. Sein den Turm, um den Turm zu vertreiben. Ja, auch. Seid ihr einzige Wache in der Stadt? Mach mal. Den Metallmagier hier, aber hier. Ich versuche die Situation zu erkunden. Was könnt ihr mir dazu sagen? Ich dachte nicht. Viel wissen wir nicht. Nur, dass der Turm verschwunden ist und die Leute hier sich ohne ihn ganz verloren fühlen. Bürgermeister und Mandrin und ich tun unser Bestes, um die Einwohner zu beruhigen, aber ich kann nicht mehr lange es kann nicht mehr lange dauern, bis es zu Unruhen kommt. Danke für die Auskunft. Ja, so ist er. Haben wir hier. Genug von Leuten, die so tun, als würden sie den Zaubersee kennen. Aufhauen. Es gibt keine Führungen und wir sind die Isharen noch nie begegnet. Die ich mag. Er ist ein Kämpfer. Tut mir leid, aber ich weiß ja noch nicht mal, ob er wirklich ein Kämpfer ist. Ja. Manche, die kannst du gar nicht anklicken, aber die erzählen von Alena, also ja. Ach so. Habe ich jetzt draus gefunden. Wenn so ein Pärchen ist, was miteinander spricht, dann Ich weiß einfach nicht. Quatschen lassen und irgendwann geht der Balken schon voll. Das ist komisch an, ich fühle mich nicht bereit hierfür. Merkwürdig, oder? Und dann ist auch der grüne Stern weg. Ich war schon drauf und dran, mir hier einen neuen Treiber für die Tastatur aus. Alter, F4D installieren. Genau.
weiß, was ihr meint. Schön. Bei dem einen hat der eine keine Stimme. Jo. Und jetzt hier... Was ist da? Das muss ja du liest ja alles vor, ne, Olli? Von dem, was zu lesen ist, ja. Alles klar. Dann solltest du hinter mir dranbleiben, damit deine Leute auch das Gleiche sehen. Willkommen im Garrenhof, dem Ort, an dem früher Isgarns Schloss stand. Falls ihr Fragen habt, will ich mein Bestes tun, sie zu beantworten, aber momentan sind wir alle ein bisschen verloren. Sagtet ihr, Isgarns Schloss hättet ihr früher gestanden? Ja, bis vor kurzem ragte Isengarens riesiges schwebende Schloss noch in den Himmel im Süden. Der Zauberer hat seine Generation unseres Stands beschützt und über sie gewacht. Wer ist dieser Isgarn? Isgarn ist ein mächtiger Zauberer, über der darüber hinaus weiß kaum jemand etwas über ihn. Der Bürgermeister hatte behauptet, er würde das Schloss regelmäßig besuchen, aber nachdem der Turm verschwunden war, erfuhren wir die Wahrheit. Und jetzt fühlen wir uns verloren. Was meint ihr damit, dass ihr euch verloren fühlt? Alles, was wir zu wissen glaubten, hat sich als falsch herausgestellt. Das Schloss war der Ankerpunkt, um den sich dieser Ort gedreht hat. Wie sich jetzt zeigt, waren wir aber für Isengarn überhaupt nicht wichtig. Er hat uns im Stich gelassen. Oh. Und jetzt mal der richtige Punkt. Ich ermittle, was hier vorgefallen ist. Was könnt ihr mir dazu sagen? Habt ihr Tomaten auf den Augen? Der Turm des Zauberers ist weg. Verzeihung, wir sind hier alle mit den Nerven fertig. Die Stadt hat einen tragischen Verlust erlitten und der Bürgermeister ist, naja, sehr nützlich machte er sich gerade nicht. Ich höre mich mal weiter um. So, damit bin ich aber fertig und spreche jetzt mit Bürgermeister Mandrin. Der ist da unten. Er spricht von alleine. Ja, die sprechen alle. Man muss ihn doch ansprechen. Ach, echt? Es war alles gelogen. Ich schäme mich so. Die Leute in der Stadt, nie wieder werden sie mir vertrauen. Ich versuche, die Situation zu ergründen. Was ist passiert? Der Turm des Zauberers, der früher noch hier über die Stadt hing und uns bewacht hat, ist einfach auf und davon. Keiner von uns weiß, was passiert ist. Und jetzt sind die Einwohner verrückt vor Angst. Wie lange ist das jetzt her? Ein paar Tage? Eine Woche? Es ist schwer, das genau zu sagen. Sein Verschwinden hat uns in eine solche Leere hinterlassen. Manche gehen gar nicht mehr aus dem Haus. Die Zeit ist irgendwie verschwommen und ich habe nicht mehr darauf geachtet. Was meint ihr, wo der Turm hin ist? Der könnte überall sein. Er hat sich irgendwo hin bewegt oder so. Er war einfach plötzlich weg. In der einen Sekunde war er noch da, in der nächsten Fehlanzeige. Was glaubt ihr, warum er verschwunden ist? Das fragen wir uns alle. Manche glauben, Isengarn hatte einfach keine Lust mehr, uns zu schützen. Andere meinen, der Turm hat seinen Zweck erfüllt, was immer das gewesen ist. Wissen können es nur jene, die sich drin befinden. Habt ihr irgendwas gesehen, was mit dem Verschwinden zu tun könnte? Eigentlich, naja, jetzt wo ihr mich fragt, da war so eine Gruppe von zwielichtigen Gestalten. Sind plötzlich aufgetaucht, gleich nachdem... Aber die konnten doch nicht... Ich meine, die hatten doch bestimmt nichts damit zu tun. Wer weiß, könnt ihr mir sonst noch etwas über diese Gruppe sagen? Sie haben einige der besonders anfälligen Einwohner hier beobachtet. Diejenigen, die vom Verschwinden des Turms besonders betroffen erschienen. Ich zeige euch mal, wo die wohnen. Vielleicht können sie euch mehr sagen. Danke, ich gehe mal hin und rede mit ihnen. So, jetzt gehe ich erstmal hier Richtung Süden. Achso, das ist dann diese verängstigte Dorfbewohnerin. Schneller! Jetzt zurück zum Bürgermeister. Ja, gesprochen habe ich mit der jetzt nicht wirklich. Also verprügelt haben wir die. Wieder die Kripto-Style. Aber. So. Herr Bürgermeister. Schlechte Nachrichten. Die Dorfbewohnerin war nicht ganz bei sich und ist auf mich losgegangen.
Bei den 6. Ich entschuldige mich zutiefst. Hoffentlich habt ihr Gnade walten lassen. Die Leute hier haben schon so viel verloren. Sie erschienen mir völlig desorientiert. Gibt es sonst noch etwas, was ihr mir sagen könnt? Lashar sagte, sie hätte ein paar von ihnen vor dem Haus an den Klippen herumlungern sehen, über den Dock. Da steht aber schon eine ganze Weile leer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von Bedeutung ist. Nachgucken kann ich ja mal. Nur um ganz sicher zu sein. Sucht das Haus, wo die zwittigen Gestalten zuletzt gesehen wurden. Da musst du nur oben ja, die Masse folgen. Ja, das ist naheliegend. Und im das Haus rein. Ich habe es gesucht. Also im Haus muss. Ich helfe nur kurz den das einen. Das ist das Haus, das man auch das war ich schon mal irgendwann bekommen. Das geht dann hier hinten rum wahrscheinlich. Nee, falsch. Hier. Da ist das die Tür offen. Fiese Haus. Wie sieht das Haus nach hinten aus? Machen wir das doch mal. Destille. Die scheint ein Destille zu sein. Der Geruch der darin enthaltenen Flüssigkeit weist darauf hin, dass er vermutlich erst kürzlich benutzt wurde, um ein Gebräu aus Heilkräutern zu erhitzen. Im Bodensatz der Mischung befinden sich kleine Blättchen. Sie steht an einer komischen Stelle, aber sonst scheinen sie nichts weiteres verdächtig. Alles anklicken. Ja, natürlich. Dolch. Dieser mit Wucht in den Tisch gerammten Dolch scheint zwergischen Ursprung zu sein. Ein Beispiel exquisiter Schmiedekunst. Allerdings steckt die Klinge so tief im Holz, dass man sie nur mit allergrößten Mühe aus dem Tisch ziehen könnte. Wer es hier hinterlassen hat, war bestimmt sehr, sehr wütend. Oder in Eile. Oder beides. Verstille Flüssigkeit. Der Fleck ist noch feucht. Was darauf hinweist, dass er in den letzten paar Stunden passiert sein muss. Es scheint aber einfach nur um Mineralöl zu handeln. An der Situation ist nichts Ungewöhnliches oder Auffälliges. Ruhe lassen. Und weiter suchen wir in der nächsten Folge. Bis denn, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.